Herzlich willkommen zu einem Nomshop-Video. Heute kam das große Update. Dazu wird natürlich nachher auch noch ein Video folgen. Allerdings wird es erst heute Nachmittag wahrscheinlich kommen, da ich gleich noch eine Videokonferenz habe. Und selbst das Shop-Video ist etwas schwierig aufzunehmen, weil ich immer gerade auch noch einen Chat habe. Normalerweise ist es immer dementsprechend, weil ich das vor 9 Uhr aufnehme. Da haben wir meistens nichts, aber mit dem Update ist es dann immer etwas schwierig. Deshalb musste ich das schon ein paar Mal öfter aufnehmen, weil man immer nebenbei immer noch raufschauen muss. Ich hoffe, euch gefällt natürlich das Video trotzdem. Wenn es so sein sollte, lasst natürlich gerne ein Abo da. Dann unterstützt ihr mich auch auf dem Weg 10.000 Abonnenten. Außerdem verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Fehlen ja auch gar nicht mal so viele Abonnenten bis 10.000. Ich glaube noch ein bisschen mehr als 150. Ist auf jeden Fall auch extrem krass. Ihr könnt natürlich gerne dieses Video auch bewerten, kommentieren und teilen und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort wird es in den nächsten Tagen auch richtig viel Content geben. Morgen gibt es den Duo Cash Cup, dann Freitag Solo Cash Cup und Samstag und Sonntag dann Solo FNCS. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal darauf freuen. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Itemshop an. Dort haben wir einmal den Schlotter-Skin, dazu dann die Frostschneider als Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann den Kaugummi-Bomberin-Skin in der Standardvariante und ohne Visier. Dann haben wir als nächstes die Kaugummi-Knüppelspitzhacke. Dann die Kaugummi-Bomben-Lackierung. Als nächstes haben wir dann den Himmelsieger-Skin. War schon sehr, sehr lange, glaube ich, nicht mehr im Shop. Dazu gibt es dann die Propellerhacke als Spitzhacke. Als nächstes haben wir dann den Blockadenbrecher-Skin. Dann den rasender Ansturm-Fortbewegungs-Emote. Als nächstes dann den Breakdance-Emote. Dann haben wir den Verge-Skin als nächstes und dann noch die Saxophon-Groove-Musik. Hört ihr ja so die ganze Zeit im Hintergrund, schon seit einem halben Jahr oder so habe ich die Musik. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Würde ich sagen, lohnt sich nicht, wenn man jetzt keine Videos macht. Normalerweise würde ich auch eigentlich immer ohne Musik spielen. Aber wegen den Videos ist es immer halt einfach nicer, wenn dahinter Musik ist. Und als letztes haben wir noch den Schattentraining-Mode. Und das war es dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst natürlich, wie gesagt, gerne Bewertungen da und Feedback da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin,